Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Und wie ihr vielleicht schon seht, befinde ich mich jetzt in einem Corsa E, der Opel Corsa E. In der Eleganz-Ausführung, das ist momentan laut Konfigurator die höchste Ausführung des Opel Corsa. Und die werde ich heute mal Probe fahren. Und wie immer ist heute auch wieder Regen angesagt. Ich bin mal gespannt, ob ich den wieder mitnehmen werde. Naja, es geht wieder auf meine Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven, 130 Kilometer hin und zurück. Und ich werde den Corsa hier mal mit seinem Bruder oder zweieiiger Zwillingsbruder Peugeot 208e ein bisschen vergleichen und dann mal gucken, welches Auto von beiden mir besser gefällt. Und ich habe jetzt schon eine Tendenz, aber das verrate ich euch erst am Ende des Videos. Ja, dann will ich mal loslegen und ihr seid natürlich wieder dabei, deswegen bleibt dran. Ja, der Opel Corsa E, was soll ich dazu sagen? Ich war noch nie Opel-Fan, muss ich wirklich mal gestehen. Und ich glaube, mit diesem Auto werde ich es auch wieder in Zukunft nicht werden. Denn wenn ich das mal vergleiche mit dem Peugeot, wirkt der ganze Innenraum zum Beispiel auf mich viel zu nüchtern. Das muss aber ja gar nichts bedeuten. Das Auto kann ja trotzdem seine inneren Werte haben und das werde ich gleich mal rausfinden. Denn ich gehe jetzt wieder auf meine Reichweitenstrecke, 130 Kilometer, Bremen-Bremerhaven und zurück. Und dann werden wir mal gucken, was das Auto in Wirklichkeit verbraucht. Angegeben ist es nämlich laut WLTP mit laut Konfigurator 324 Kilometern. Im Prospekt steht zwar was von 337, aber im Konfigurator dann plötzlich nur noch 324. Verbrauch mit 17 Kilowattstunden kombiniert auf 100. Und das sind natürlich alles Werte, die kann man getrost vergessen, würde ich mal sagen. Was Opel ganz witzig macht, ist, die haben einen Reichweitenrechner auf ihrer Seite, wo man mit verschiedenen Geschwindigkeiten, Außentemperaturen und Fahrstilen die Reichweite des Opel Corsa E schätzen lassen kann. Und wenn ich mal die 130 km/h nehme mit ausgeschalteter Klimaanlage und meiner ruhigen Fahrweise, dann spuckt mir dieser Rechner eine Gesamtreichweite von 174 km aus. Das ist doch relativ ernüchternd, vor allem wenn im Prospekt fast das Doppelte steht. So, wir haben leider wieder mal kein vollgeladenes Auto, sondern der hat fast den gleichen Akkustand wie der Peugeot damals. Der liegt jetzt so bei 82%. Leider wird hier im Auto nirgendwo die Prozentzahl angezeigt. Auf jeden Fall, die Reichweite, die mir der Tacho anzeigt, liegt bei 220 Kilometer. Da wollen wir mal gucken, wo wir am Ende landen, wenn wir jetzt mal losfahren. So, ja, D, B und auf geht's. So, wir sind unterwegs, wie immer auf meiner Reichweitenstrecke, erstmal von mir zu Hause durch eine Tempo-30-Zone. Und als erstes fällt mir, genau wie beim Peugeot, hier auch wieder auf, dass der Motor, doch der Elektromotor, deutlich zu hören ist. Und leider bei höheren Geschwindigkeiten, also ab 50, 60, so für eine gewisse Zeit auch wieder ein Piepen. Ja, ich fahre wieder im Normalmodus, genau wie beim Peugeot. Und wenn ich jetzt mal Gas wegnehme und rekuperiere, dann verhält sich das eigentlich so, wie ich es vom Peugeot auch in Erinnerung habe. Da ist gar kein Unterschied. Also rekuperiert sehr ordentlich, nicht ganz bis zum Stillstand, aber verzögert sehr, sehr deutlich. Wenn man auf D stellt, wie gesagt, dann segelt man mehr und auf B, das ist der Brake-Modus sozusagen, da ja, rekuperiert man dann. So, jetzt geht's gleich wieder auf die Autobahn. Ich fahre dann gleich, wenn es freigegeben ist, wieder zwischen 130 und 135.
damit die Werte mit dem Peugeot in etwa vergleichbar sind. Zwar ist die Verkehrssituation heute eine andere, aber so grob müsste das zumindest einigermaßen hinkommen. Jetzt fahre ich ja 120 und da ist die Geräuschkulisse tatsächlich relativ ruhig und das Motorgeräusch ist auch fast nicht mehr hörbar, weil jetzt ein bisschen die Windgeräusche übernommen haben. Das ist ja völlig normal, aber die sind halt nicht besonders laut, also es ist eigentlich eine sehr angenehme Reiseatmosphäre, würde ich sagen. Jetzt ist freigegeben, das heißt 130, auf geht's. Ja, nach gefahrenen 40 Kilometern liegen wir bei 20,8 Kilowattstunden im Durchschnitt und haben noch 160 Kilometer Restreichweite. Das heißt momentan noch eine Differenz von 20 Kilometern zu dem, was ursprünglich angezeigt wurde bei gefahrenen 40 Kilometern. Was ich auch noch unschön gelöst finde, ist die Anzeige der Batteriefüllung. Also sind ja so Balken und zwar sind es insgesamt 8 Stück. Der letzte Balken hat eine 0, ist rot und der erste Balken ganz rechts hat eine 1. Also man bewegt sich zwischen 0 und 1. Das ist schon alleine merkwürdig. Und es sind 8 Balken. Also 100% durch 8 ist ein bisschen blöd. Da kommen ja irgendwie krumme Werte raus. Warum hat man nicht 10 Balken genommen? Oder 5? Ich meine, da kann man wirklich ganz schwer abschätzen, wie denn wirklich der Prozentstand des Akkus ist. So, 61 Kilometer unterwegs, hier fahre ich jetzt gleich wieder ab. Momentan Wert 20,3 Kilowattstunden auf 100, waren auch die letzten 5 Kilometer wieder eine 120er-Zone. Und dann gucken wir mal, wie es auf der Rückfahrt wird mit leichtem Gegenwind. Ja, da sind wir wieder bei 64 Kilometern gefahren, 19,6 Kilowattstunden jetzt. Restreichweite wird mir angezeigt immer noch 130 Kilometer, sollte also ganz entspannt zurückgehen. Bis jetzt liegt der Wagen ja noch ein bisschen unterhalb des Peugeots, was den Verbrauch angeht. Es ist aber auch, muss ich zugeben, ein bisschen wärmer und wir haben leichten Rückenwind gehabt. Deswegen bin ich jetzt besonders gespannt, wie es auf der Rückfahrt wird. So, 90 Kilometer gefahren und genau noch 90 Kilometer Restreichweite. Das heißt, macht zusammen 180 Kilometer, würde man vielleicht kommen, wenn es denn realistisch ist. Durchschnittsverbrauch immer noch 20,6, also es hält sich tatsächlich im Rahmen. Es ist wirklich geringer als beim Peugeot, muss aber auch dazu sagen, Wetter ist heute besser, es ist wärmer und wir haben keinen Regen. Premiere, der Bann ist gebrochen. Also werde ich jetzt versuchen, ob ich es schaffe, bis Langwedel durchzufahren und dann noch mal eine Runde laden. So, 115 Kilometer, 20,6 Kilowattstunden und wir haben noch 60 Kilometer Restanzeige. Das heißt, jetzt habe ich noch 35 Kilometer bis Langwedel, wo ich dann laden möchte. Bei 60 Kilometer Rest sollte das sollte hundertprozentig klappen. Deswegen ziehe ich das jetzt durch und fahre zum Lader nach Langwedel. Musik
So, wir sind in Goldbach angekommen. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren von 100 km/h und eine Gesamtstrecke von 150 km. Dabei haben wir 20,1 Kilowattstunden auf 100 km verbraucht. Das ist echt ein ganz guter Wert. Der Peugeot lag deutlich drüber. Aber wie gesagt, wir hatten besseres Wetter und es war deutlich wärmer. Jetzt haben wir noch 18 km Restreichweite und wollen mal schauen, wie viel Prozent noch im Akku ist. Ja, auch mal schön, dass ich sowas auch mal persönlich erlebe. Ionity 1, Kommunikationsfehler, Ladung nicht möglich. Ionity 2, das gleiche. 3 und 4, das gleiche. Gut, hier steht noch eine NBW-Säule, dachte ich, scheiße, musst du halt mit 50 kW DC laden. 50 kW DC, Kommunikationsfehler. So dass ich jetzt mit AC lade. Das ging immerhin, zum Glück drei Kreuze, aber der hat keinen 11 kW Lader hier, der hat nur einen 7,4 kW Lader. Und ich muss den Wagen ehrlich gesagt auch bald wieder abgeben. Das wird also richtig eine knappe Kiste mit der Zeit jetzt hier. Ich kann natürlich jetzt stundenlang stehen. Ich stelle mir gerade vor, ich wäre jetzt irgendwie auf Reisen. Na gut, ich muss jetzt hier noch ein bisschen warten, vermutlich so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, bis ich genug Kilometer mit 7,4 kW gesaugt habe, damit dass ich zurück nach Bremen komme. Ja, mein Hals schwillt ein wenig an und warum das jetzt mit diesem Corsa passiert, ist eine gute Frage. Werde ich mal den Händler fragen, was er dazu sagt. So, ich bin jetzt wieder auf der Rücktour. Es wird aber verdammt knapp, weil ich natürlich nur so lange wie nötig dort gestanden habe. Insgesamt habe ich jetzt über eine Stunde da gestanden, um irgendwie auf 20% aufzuladen. Und es war sogar so, dass ich nochmal die Straßenseite gewechselt habe. Es hat mich auch wieder 8 Kilometer gekostet, bis ich dann wieder diesen Turnaround fahren konnte auf der Autobahn. Das heißt, ich habe Goldbach nochmal von der anderen Seite angefahren. Dort hat auch keiner der Ionities funktioniert. Und auch bei NBW hat das DC-Laden nicht funktioniert, auch nur AC. Sodass ich mir das einfach überhaupt nicht erklären kann. Also das kann eigentlich keine Störung sein an den Ladesäulen dort. Das müsste dann ja auch NBW betreffen. Es kann eigentlich nur mit dem Auto zusammenhängen. Was ich aber auch nicht verstehe, weil heute Morgen habe ich bei uns bei der Telekom in Walle an der Schnellladesäule mit DC geladen und auch relativ schnell. Also ich hatte anfangs 40 kW und der Akku war ja schon relativ voll. Also von daher geht es grundsätzlich. Nur warum es hier nicht ging, das war natürlich extrem übel, weil ich so gut wie keine Kilometer mehr im Akku hatte. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich werde dann noch mit dem Händler drüber reden und ihn mal fragen, was er dazu sagt. Aber sicherlich wird er das sich auch nicht erklären können. Jedenfalls ist das mal eine Erfahrung wert. Sowas kann es geben. Sowas darf es aber nicht geben, meiner Meinung nach. Und da müssen die Hersteller der Autos zusammen mit den Ladesäulenanbietern irgendwie eine Lösung finden, weil der schlimmste Fall wäre gewesen, ich hätte dort gar nicht laden können, dann wäre ich tatsächlich gestrandet, beziehungsweise ich hätte wirklich auf den letzten Metern versuchen müssen, noch irgendein AC-Lader in der Walachei um Goldbach herum zu finden und auch anzufahren. Ich weiß nicht, ob in 18 Kilometer Umkreis ein Lader gewesen wäre. Schön war es nicht. Ich war doch relativ nervös, bin ich eigentlich gar nicht gewohnt. Und ich kann nur sagen, dass mir das jetzt gerade gar keinen Spaß gemacht hat. Das Auto Probe zu fahren war zwar nett, aber diese Erfahrung, darauf hätte ich eigentlich verzichten können. Ich dachte, aus diesen Zeiten sind wir längst raus. Und es war ja sogar noch ein Stück schlimmer, weil als ich dann mich abtrennen wollte von der NBW-Säule, dann ließ sie sich nicht mehr deaktivieren. Das heißt, ich habe alles versucht, die Ladung lief weiter, ich konnte die Ladung nicht stoppen.
Ich musste letztendlich den Not ausdrücken, dann ging es natürlich wieder. Ich habe den dann auch wieder entriegelt, dass der nächste wieder laden kann. Aber ich meine, da muss man auch dann die Ruhe haben, um darauf zu kommen, dass man den Not ausdrückt. Es gibt auch bestimmt Leute, die darauf nicht kommen. Die Hotline von NBW anzurufen hat überhaupt keinen Zweck. Da geht nämlich gar keiner ran. Da habe ich 10 Minuten in einer Musikschleife gehangen. Irgendwann habe ich aufgelegt, weil mein Handy auch nicht mehr endlos Akku hatte. Also, ich sag mal so, das war so ein bisschen die Worst-Case-Ladeerfahrung, die ich je in meinem Leben hatte. Und wenn jetzt jemand diesen Wagen Probe gefahren hätte, der nicht schon so erfahren ist wie ich mit Elektroautos, der hätte gesagt, danke, das war's, ich fahre weiter Verbrenner. Ganz ehrlich, hätte ich volles Verständnis für. So, dann wollen wir mal ein Fazit ziehen, abgesehen von diesem Ladedesaster hier. Ich hatte 82% im Akku, als ich losgefahren bin, bin 150 Kilometer gefahren und hatte 12% Rest, als ich hier angekommen bin. Das heißt, für die 150 Kilometer sind 70% Akku draufgegangen. Das würde bedeuten, rechnerisch hätte dieses Auto eine Autobahnreichweite von rund 210 Kilometer bei dem Tempo 130, 135, was ich gefahren bin. Die Durchschnittsgeschwindigkeit war, wie gesagt, 100 km/h auf der gesamten Strecke. Und das ist fast der gleiche Wert wie beim Peugeot, muss man sagen. Wobei der Verbrauch jetzt hier ein bisschen niedriger war aufgrund der Wettersituation. Ja, Opel Corsa e, was kann ich dazu sagen? Also das mit dem Laden hier möchte ich mal als Einzelfall abtun, oder es gibt einen Defekt hier mit diesem Auto, oder es ist der Zufall so, dass alle CCS-Ladesäulen hier defekt sind in Goldbach. Das will ich nicht ausschließen, ist für mich nur sehr unwahrscheinlich. Der Unterschied zwischen dem Corsa e und dem Peugeot 208e ist in meinen Augen relativ groß, was die Anmutung angeht und auch den Eindruck der Wertigkeit. Für mich wirkte der Peugeot deutlich hochwertiger und moderner von innen, von außen auch viel sportlicher, er fuhr sich auch viel sportlicher. Die inneren Werte sind so relativ identisch, aber von den äußeren Werten und vom Gefühl beim Fahren würde ich in jedem Fall zum Peugeot tendieren. Das müsst ihr natürlich selber ausprobieren. Das heißt, fahrt diesen Corsa gerne auch mal Probe und den Peugeot vielleicht mal dagegen und dann entscheidet selbst. Der Peugeot ist ein bisschen teurer aus meiner Sicht, aber bietet er mehr, zumindest was meinen Geschmack angeht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat die Fahrt sehr viel Spaß gemacht, wie eigentlich immer meine Probefahrten. Das Ende war jetzt nicht ganz so toll, aber ist auch eine Premiere. Sowas hatte ich noch nie. Immerhin, ich komme hier noch weg, laden kann ich, also ganz gestrandet bin ich hier nicht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Drückt auch die Glocke, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und ich freue mich, wenn ich euch beim nächsten Video wiedersehe. Macht's gut, ciao!